So, hoffentlich seid ihr glücklich. Lämmchen schreit nach Mama. Mama gibt's nicht mehr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Pressemitteilung von Wolf Info aktuell vom 25.06.24. Diese eben gezeigte Videosequenz ist aus einem Video einer Weidetierhalterin, welche heute, 25.06., ein totes Schaf auf ihrer Weide vorgefunden hat. Am Ende dieser Pressemitteilung zeigen wir euch das komplette und sehr emotionale Video, welches sie uns geschickt hat. Heute um 19.15 Uhr wurden wir von einem Weidetierhalter aus der Gemarkung Vorbach-Schwarzwald über den Fund eines toten Schafes informiert. Die FVA wurde versucht zu erreichen, da es aber 18.02 Uhr war, konnte leider niemand mehr erreicht werden. Der Geschädigte hat dann auf Eigeninitiative den ehemaligen Oberförster informiert, welcher das getötete Tier abholt und wahrscheinlich über Nacht in die Kühlung verbringt. Ob Mitarbeiter der FVA am morgigen Mittwoch den Tatort aufsuchen, ist der Redaktion zum aktuellen Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt. Die Gemarkung Vorbach liegt im Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald, in welchem schon mehrere bestätigte Wolfsübergriffe zu verzeichnen sind. Auch wurden hier schon Schafe getötet, welche versucht wurden, hinter den empfohlenen Herdenschutzmaßnahmen zu schützen. Neben der FVA könnt ihr uns, wie auch hier geschehen, für Baden-Württemberg gerne und jederzeit 24/7 über Vorfälle wie Risse oder Sichtungen informieren. Natürlich stehen wir auch für Fragen gerne jederzeit zur Verfügung. Ihr erreicht uns unter mail@wolfinfo-aktuell.eu, Telefon 07627 627 9695, WhatsApp oder Handy unter 01520 7525 961. Am kommenden Donnerstag werden wir den Tierhalter und seine Frau in einer Live-Sendung zu Gast haben, in welcher sie uns dann nochmals detailliert über den Vorfall informieren werden. Als denn, passt auf euch und wenn ihr habt, ganz besonders auf eure Tiere auf. So, meine Lieben, ich melde mich mal wieder zu Wort und ich muss sagen, ich bin stinkesauer. Hier, wo wir leben, in Hunsbach, wissen wir, es gibt zwei Wölfe. Einer im Unterdorf und einer hielt bisher immer Abstand am Oberdorf, sage ich immer. Ich habe eine Plane in der Hand. Was bedeutet das? Der Wolf war da. Dadurch, dass wir Vollzeit arbeiten und wir das hier zum Hobby haben, sind wir natürlich nicht 24 Stunden hier vor Ort und können gucken. So, falls jetzt irgend so ein Pimmelmann meint, so ein Wolfsbefürworter, dann müsst ihr eure Tiere besser schützen. Wir haben einen Zaun drumherum. Der ist 1,50 hoch. 1,50. Ich hatte erst gedacht 1,80. Nein, 1,50. So. Und jeder Pimmelmann, der keine Ahnung hat, erzählt mir, Wölfe springen nicht. Nein, springen nicht. Der hat sich nicht durchgegraben, Leute. Nein, der ist drüber gesprungen. So. Und jetzt, weil ihr blöden Pimmelmänner, ihr Wolfsbefürworter, alle meint, dass wir Tierhalter schuld sind und so blöd sind, unsere Viecher zu halten, dürft ihr euch das jetzt... So. Das sind im Übrigen nicht zwei Schafe, das ist ein Schaf, weil die Innereien liegen schön hier draußen. Er scheint gestört geworden zu sein. Er hat das Tier erlegt, wollte es vielleicht noch fressen, hat es nicht geschafft. So, bitteschön, guckt es euch an. Und jedem, den ich es wollte oder gönnen würde,
würde ich es gerne vor die Tür schmeißen. So, und dann muss ich euch noch eins sagen. Dieses Schaf hatte ein Lamm. Beziehungsweise hat ein Lamm, was ich jetzt mit der Flasche großziehen darf. Glückwunsch! Aber dieser dreckige Hurensohn von Wolf wird ja wieder nicht geschossen, weil wieder wir zu dumm sind. Ja? Ja, so ist es. Es ist zum Kotzen. Das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Hui. Ich weiß nicht, ob ich heulen soll, ob ich wütend bin. Zumal das noch einer meiner Schafsdamen ist, die von der Färbung her super toll war und ich zur Zucht nehmen wollte. Aber ist ja alles nicht möglich, weil der Fuchs meint ja, der Wolf, der kann sich hier bedienen. So. Das Beste kommt ja noch. Dann ruft man Notfallnummern an, die ausgeschrieben sind, wenn es einen Übergriff durch einen Wolf gibt. Nach 5 Nummern. 5 ABs. 5 verschiedenen weiteren Nummern. Erreicht man niemand. Und dann wundern sich die Leute, wenn man noch blöd wird am Telefon. Ja? Verstehe ich nicht. Ganz ehrlich, kann ich nicht verstehen. Was gibt's da zu maulen? Ganz ehrlich. Ich muss ehrlich gestehen, ich war bis jetzt ein friedliebender Mensch. Aber ich muss auch sagen, bei mir hört die Freundschaft jetzt auf. Jetzt ist Schluss. Ganz ehrlich, jetzt ist Schluss. Das nächste Tier, was gerissen wird, fahre ich höchstpersönlich nach Berlin und schmeiße es dann vor die Tür. Ganz ehrlich. Und jeden Wolfskuschler wünsche ich die Impotenz an den Hals, damit sich Dummheit nicht vermehren kann. So, hoffentlich seid ihr glücklich. Lämmchen schreit nach Mama. Mama gibt's nicht mehr. Ja? Unglaublich. Herzlichen Dank für nichts. Aber es juckt ja keinen. Sind ja nicht denn ihre Tiere. Juckt absolut nicht.